Hi ihr Lieben, Food Hall Zeit. Ich war gerade im Kaufland einkaufen. Wir haben es Donnerstag, wie immer. Und wir haben es 10.51 Uhr schon. Und ich muss diesmal dazu sagen, wie immer für 4 Personen. Ihr kennt mich ja schon und ihr kennt mich ja eigentlich alle. Ich brauche ja nicht mehr ganz genau dazu sagen. Aber alle, die jetzt kein Fleisch mögen, sehen wollen, wie auch immer, dann schaut euch diesen Food Hall nicht an, weil das war so ein leichter Hamsterkauf. Ein bisschen leicht übertrieben. Aber ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Food Hall. Vor allem, es ist ein längerer Food Hall. Ich habe eingekauft wie eine Wilde. Keine Ahnung, es steht kein Fest an oder so. Aber ich habe Zugschlag, da sind wir der Kühlschrank leer. Und ich bin schon seit 2 Tagen am Rumlaufen nach... Ich habe Hunger. Und vor allem habe ich übelsten Hunger auf Fleisch, auf Schinken, auf Wurst. Und normal bin ich ja ein Schokoladen-Junkie, aber momentan habe ich das Gefühl, ich möchte Fleisch essen. Ganz komisch. Eigentlich esse ich nicht so gern Fleisch, aber jetzt habe ich halt gerade eine Phase. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt an mit dem Kaufland Food Hall. Es kam einmal mit Brandminis. Das sind so kleine Zwiebackdinger mit Schokolade umhüllt oder obendrauf für 1,09 Euro. Fruchtzwerge kamen mit oder die Nachmache von Fruchtzwerge für 65 Cent. Ein paar Eier kamen auch mit für 1,19 Euro. Die sind allerdings, wer Eier braucht oder viel mehr Eier braucht, am Super Samstag für 99 Cent im Angebot bei Kaufland. Wienerle kamen mit für 2,59. Nein, die waren im Angebot für 1,99. Normalerweise kosten sie 2,59. Die waren im Angebot die Woche für 1,99. Na, die kaufe ich immer, deswegen wusste ich jetzt den alten Preis. Aber die waren wirklich die Woche im Angebot. Ich muss mich mal hier. So. Schokotraum und so die ganzen Sachen von Ehrmann sind im Angebot für 25 Cent. Und da kam natürlich, vor allem, eigentlich kam es für mich mit, weil es ist einmal Schokotraum mit Vanille und einmal Schokodessert mit Milchcreme. Weil meine Kleine mag die, normalerweise habe ich ja früher immer diese Fruchtsorten ihr gekauft, aber die mag die nicht so. Und Schokotraum mit Milchcreme hat mich irgendwie voll angelächelt. Da habe ich mir gedacht, wow, also irgendwie das mit dem Fokussieren, ja, mit Milchcreme und einmal mit Vanille voll. Das könnte lecker sein. Ja, für 25 Cent eben die Woche im Angebot beim Kaufland. Dann kam eine Mozzarella-Kugel mit für 65 Cent. Leberkäse kam mit für 55 Cent. Ich wollte gerade noch was zu Mozzarella sagen, aber mir dann gedacht, ah, egal. Mozzarella kam mit, weil ich ein paar Maggi-Tüten mitgenommen habe und ich die Woche wahrscheinlich oder... Am Anfang vom Kaufland habe ich mir noch gedacht, dass ich die Woche auf jeden Fall Hackbällchen à la Toskana mache. Mit Reis oder Nudeln. Mmh. Kennt ihr das? In so einem Auflauf. Voll lecker. Ja, hier fängt schon auch langsam an. Ich will Speck. Ich will was. Ja, mein Fleischding halt. Manchmal habe ich das so. Manchmal so Phasen. Schwarzwälder Schinken kam eben mit für 2,89. So am Stück. Den packe ich nämlich jetzt dann auch gleich aus. Und dann trocknet der, wird dann ein bisschen hart. Und dann kann man den so in feine Scheiben schneiden. Und das ist voll, voll der leckere Snack am Abend. Ja. Weg mit den Schokoladensachen. Nein, die kommen natürlich auch. Aber manchmal habe ich so eine Phase, wo ich wirklich... dieses salzige, dieses Wienerle, Salami, Speck und sowas einfach braucht, da mag das einfach mein Körper haben. So, jetzt ist genug davon geredet. Es kamen einmal 4 Weizentoastbrotis mit oder wie auch immer für 59 Cent. Die sind auch voll lecker. Früher auch voll oft gegessen. Einfach in den Toaster rein und dann, also das sind immer, die schaut aus wie ein Brötchen, aber es sind immer, also hier sind 2 Stück und die sind schon ineinander geschnitten und dann kommt von eben eine Hälfte im Toaster. Und ich erkläre euch, wie man toastet. Dann kam Baguette-Salami mit und es war auch heute, wundert euch nicht, der Einkauf ist anders wie sonst. Es kam heute viele Fertigprodukte mit, es kam heute viel Fleisch mit. Also, ich weiß nicht, mein Geschmack ändert sich gerade. Baguette-Salami kam mit. Habe ich mir gedacht, brauchen wir auch immer im Tiefkühlfach. Mittags, wenn es mal schnell gehen muss, kann man sich einfach mal ein Baguette machen für 63 Cent. Schmand kam mit für 53 Cent. Da habe ich mir gedacht, so ein komischer Preis. Aber okay. Ein Joghurt kam mit, weil wir letztes Mal haben wir selbstgemachten Tzatziki gemacht. Ein ganz normaler, stinknormaler Joghurt. Ich weiß gar nicht, warum ich das euch so dämlich in die Kamera halte. Auf jeden Fall ganz normaler Joghurt kam mit, weil wir letztens Tzatziki gemacht haben.
Und wir gar keinen Joghurt im Haus hatten. So Naturjoghurt. Und deswegen, irgendwie habe ich dann gedacht, ich kaufe heute mal Naturjoghurt. Er ist auch noch bis zum 10.06. haltbar. Also wenn wir nochmal vorhaben, Tzatziki zu machen, habe ich auf jeden Fall Naturjoghurt da. Und wenn den bis dahin keiner isst, dann drehe ich den einen meiner Mädels an mit Marmelade und das werden die dann auch essen. Ja, 25 Cent habe ich schon gesagt. Ja. Buttergemüse kam mit, ja, ganz viel Vorrat, habe ich ja euch gesagt, für die Tiefkühlfach habe ich gekauft. Und darunter auch Buttergemüse für 49 Cent. Oh, jetzt habe ich die falsche Wurst auch noch mitgenommen. Okay, ich wollte einmal Bierwurst mitnehmen, habe aber Jagdwurst mitgenommen. Schaut ja irgendwie genauso aus. Auf jeden Fall hat die 85 Cent gekostet. Leona kam wieder mit für 79 Cent. Fertig Lasagne. Seht ihr, ich kann nur noch an Salami und sowas denken. Also total. Fertig Lasagne kam mit für 1,29. Die ist oft beim Kaufen und ausverkauft. Und heute habe ich sie gesehen, deswegen habe ich sie mitgenommen. Aber nachdem ihr jetzt dann den ganzen Foodtruck gesehen habt, werdet ihr sehen, dass ich ein paar Schwierigkeiten habe mit den Tiefkühlsachen. Auf jeden Fall kamen noch zwei Äpfel mit. Elsteräpfel diesmal, der kostet jetzt Kilo 1,99. Schoko ist, keine Ahnung, Smarties mit Nuss innen drin. Bunte Tracci-Erdnüsse für 97 Cent kamen mit. Die mag ich auch total gerne. Dann Karotten kamen mit. Ich weiß gar nicht, was das Kilo hier kostet hat. 1,69 das Kilo. Mittlerweile wisst ihr ja, alle, wo das, die den letzten Foodtruck nicht gesehen haben, die Plastiktüten kommen nicht einfach in Müll bei mir, sondern in den Kosmetikeimer in Bad. Weil ich erwähne es mal ganz kurz nochmal, weil ja nicht jeder immer diesen Foodtruck anschaut und dann mal wieder einer anschaut und mal wieder nicht. Und viele mich immer sagen, oh, pack doch nicht drei Karotten in Plastiktüten. Die Tüte wird wiederverwendet als Mülltüte. So, und dann kamen noch Zwiebeln mit. Da hat das Kilo 1,99 gekostet und die Zwiebeln, da gab es ein 2,5 Kilo Netz. Und hat 2,39 glaube ich gekostet und die Zwiebeln sahen nicht gut aus. Deswegen habe ich einfach nur so ein paar einzelne, wo ich mir selber aufnehmen konnte. Dann Maggi-Fix-Tüten sind im Angebot für jeweils 49 Cent. Also einmal kam Ofenbällchen mit Gouda mit. Also wir machen Ofenbällchen mit Mozzarella. Und einmal kam Tomate, Bolognese halt mit. Haben wir ja auch immer gefordert. Eine Gurke kam noch mit für 49 Cent. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das. Und eine Fleischwurst für 1,99. Jetzt fängt es nämlich langsam an. Fleisch war drastisch reduziert. So, alle, die es nicht mögen, Fleisch anzugucken, es nicht mögen, günstiges Fleisch zu sehen, würde ich jetzt abschalten, bevor irgendwas Böses kommt. ja. War drastisch reduziert. Vor allem ist das jetzt seit, wie heißt das? Ist es weg hier? Ach Mann, und mir fällt es nicht ein. Bauchscheiben jetzt. Bauchscheiben für 1,32 Euro das Paket. Ja, ist auch ein halbes Kilo, 600 Gramm. Also, es geht aber weiter, ne? Ihr werdet, oh, da kann man es drin. Und Hefe kam auch mit für 9 Cent jeweils. Die friere ich immer ein und wenn wir mal spontane Pizza machen oder so, habe ich immer Hefe da. Ich finde immer, diese frische Hefe geht besser, vor allem beim Pizzateig, als diese Trockenhefe. Trockenhefe gibt es ja auch und deswegen friere ich die immer ein, weil im Kühlschrank geht die mir irgendwann kaputt. Also ich denke mal, eine lasse ich draußen, weil die ist jetzt noch haltbar bis zum 16.06., also einen Monat. Und die andere friere ich ein, weil wenn ich die zu lange im Kühlschrank lagere, dann geht mir die Hefe immer kaputt. Und wenn ich die einfriere, ist das total praktisch, weil die ist innerhalb von kürzester Zeit sowieso aufgetaut. Oh. So, oh mein Gott. Dann kamen Kesselchips mit, die haben mich irgendwie angelächelt. Ich habe letztes Mal auch Kesselchips gegessen. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Marke. Müsste ich mal in meinen Food Diaries nachschauen. Auf jeden Fall waren die voll lecker. Hat mir geschmeckt, weil das ein bisschen kross und knackiger ist. Und die gibt es von der Eigenmarke von Kaufland jetzt auch. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich die mal aus für 99 Cent. Sweet Chili. Es geht weiter mit der Fleisch. Dann gab es Gulasch reduziert auf 2,19 Euro, 500 Gramm. Musste mit, weil Gulasch ist immer gut. Dann war Putenfiletspieße Arizona für 1,29 reduziert. So, ich weiß nicht mal, ob manche meine Fleischbecken. Wer es nicht weiß, ich friere Fleisch immer ein. Das wird jetzt nicht alles gegessen, sondern nochmal Rindergulasch für 2,19 Euro. Ihr wisst, Gulasch ist teuer. Deswegen ist 2,19 Euro ein guter Preis. Dann kam noch ein Sonnenblumenbrot für 79 Cent mit. War auch reduziert. Was haben wir hier? Rückensteak vom Schwein für 1,67 Euro.
Also alles 50% reduziert. Jetzt kommt das ganze Fleisch. Jetzt passt auf. Also leichter Hamster-Einkauf. Ich sag's euch, es war ein richtiger Hamster-Einkauf. 1,23. Ups! Für, was haben wir da? Mexiko-Steak. Es wird alles eingefroren. Die Grillsaison kommt. Ich bin guter Dinge. Wir haben jetzt Mai und wir haben immer noch so schlechtes Wetter. Ich bin guter Dinge, dass es in 2 Wochen richtig mit der Grillsaison losgeht. Und dafür habe ich jetzt einfach schon mal einen Hamster-Einkauf gemacht, weil es halt praktisch gerade reduziert war. So Fackeln. Davon werde ich eins nicht gleich einfrieren, weil davon habe ich voll Bock und die werde ich mir in der Pfanne cross anbraten. Weil ihr wisst ja schon, ich habe so eine Sucht nach Speck gerade. So, ich will Speck. Und Grillfackeln sind echt voll lecker. Eigentlich besser, wenn sie gegrillt sind, aber egal. Für 1,52. Dann haben wir hier nochmal ein Steak, der Provence, ne, oder so. 1,47. Alles reduziert. Ne? Ah, dann haben wir mal zwischendrin Snacks an den Amis für 1,79. Mir hat man ja jetzt auch schon geschrieben, dass die in anderen Kaufländern das Schild schon umgesteckt haben. Bei unseren immer noch nicht. Heute habe ich mal wieder drauf geachtet. Golden Toast ist im Angebot für 88 Cent. Was haben wir da? Oh, das hat mich auch so angelegt. Heute war ich ein bisschen länger auch in der Tiefkühlabteilung irgendwie unterwegs. Gemüsepommes. Ich weiß nicht, aber das hat mich so angelächelt. Also voll komisch, dass mich sowas anlächelt, aber das sind Gemüsepommes aus Karotten, Pastinake und roter Beete. Ich stelle mir das echt, echt voll lecker vor, wenn ich mir die in den Ofen mache und dann so einen Dip dazu mache, wie zum Beispiel Tzatziki-Dip. Oh, dann läuft mir das Wasser im Mund. Ja. Dann haben wir nochmal Grillflak-Fackeln für 1,52. So. Was haben wir hier noch? Mexiko-Style, ein Steak für 1,33. Dann haben wir mal wieder meine geliebten Bauchscheiben für 1,28 €. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Provence Steak. Provence bestimmt wie so eine Putzfirma, spreche ich das aus. 1,43 €. Provence. Nichts kann ich. Diese Beefy nachmache für jeweils 49 Cent. Cabanossis, also diese, voll angelaufen, weil da voll die, ja, ihr wisst schon, diese Dinger halten. Übrigens kann ich die auch voll empfehlen. Die heißen die Cabanossi Classic, diese, das sind so lange Schlangen, auch voll lecker, ja. 1,49 €, die sind neu bei Kaufland gewesen und letztes Mal waren sie ausverkauft und diesmal gab es sie wieder und die schmecken echt gut. Die gibt es auch noch in scharf und ich habe sie aber Classic. Dann habe ich mitgenommen Knusperkartoffeltaschen. Oh, die habe ich und mein Mann früher gesuchtet. Da ist innen drin Frischkäse drin. Und ich sag's euch, Leute, die sind echt lecker. Habe ich ewig nicht mehr gekauft, deswegen muss ich mit. Ja, ich habe heute echt viele Sachen mit, wo nicht so. Ich glaube, ich muss mein. Ich strukturiere gerade alles um, weil es langsam langweilig wird mit diesem. Immer dasselbe essen. Und kann mit. Oh, das taut langsam alles auf. Ich muss jetzt bald mich beeilen. Gemüsepfanne kann mit. Hat mich irgendwie auch angelächelt. Ich weiß nicht, ich dachte mir, oh, vielleicht könnte ich da Nudeln mit reinmischen. Und dann habe ich gleich Gemüse und ja, einfach so, weißt du, gekochte Nudeln dazu und ein paar bisschen davon und dann ein paar Kräuter, Salz, Pfeffer und dann kann das doch auch richtig gut schmecken. Dann habe ich Brokkoli. Ah, ich habe euch gar nicht gesagt, ich habe 1,29 und wie habe ich gesagt, 1,89. Boah, lauter. Oh, das könnte man damit machen, damit machen. Dann habe ich einmal Brokkoli-Röschen mitgenommen für 1,49, weil meine Große liebt Brokkoli und dann dachte ich mir, dann kann ich zu ein paar Gerichten einfach mal im warmen Wasser oder gedämpften Brokkoli einfach mit auf dem Teller liegen. Die isst es wie, ich weiß nicht wie, aber die liebt Brokkoli. Wir waren mal im Restaurant essen und dann hat die knallhart sich gewünscht, einfach nur Brokkoli. Und dann hat sie so einen Teller Brokkoli bekommen, einfach Brokkoli gedämpft. Mit bisschen Salz wahrscheinlich haben die gemacht oder mit, weiß ich nicht. Und das hat die einfach so gegessen. Also voll krass. Ich mag Brokkoli, aber jetzt nicht so, dass ich das pur essen würde. Nochmal. Bacon ist das jetzt. Ja, Bacon. Für 1,51. So, oh Gott, ich habe keinen Platz. Also Hamster-Einkauf, gell Leute. Hamster, es wird eingefroren. Alles wird eingefroren, das ganze Fleisch. Und für 1,42 nochmal Bacon. Und wir lieben Bauch. Oh, knusprig. Reicht dann bestimmt fast den ganzen Sommer. Bergische Salami, also wir laden jemanden ein. Bergische Salami für 3,49 €. Upsala. Dann kam zweimal Milch mit für jeweils 63 Cent. Ich habe jetzt langsam keinen Platz mehr.
habe ich euch geschüttelt. Was haben wir noch? Ein Paket Mehl haben wir noch für 39 Cent. Küchenrollen für 1,55. Hoppala, es hört einfach nicht auf. Knuspermäuse für 79 Cent. Merkt ihr langsam mein Problem mit meiner Tiefkühltruhe? Ich habe wahnsinnig viel Fleisch. Das habe ich aber dann erst am Ende gehabt, wo ich das ganze Tiefkühlzeug schon mir geschnappt habe. Weil ich mir dachte, ah, unsere Tiefkühltruhe ist nicht mehr ganz so voll. Die müsste jetzt mal aufgefüllt werden. Und ja, und dann kam ich zu dieser Fleischabteilung. Ich bin echt gespannt, wie ich das alles in meine Tiefkühltruhe kriege. Ich drehe gerade nebenzu noch einen Vlog mit. Da erfahrt ihr bestimmt, wie ich Tetris mit meiner Tiefkühltruhe spiele. Tetris-Spiele in meiner Tiefkühltruhe. Ja, passt doch. Auf jeden Fall kam Pizza mit für 2,59. Das sind dreimal mit Salami. Die belegen wir uns immer, wenn wir mal eine essen. Oder wenn meistens ist die mein Mann. Ein Variabel, was noch im Kühlschrank ist, wird einfach draufgehauen. Ja, also so Basic-Pizza haben wir immer da. Barilla-Nudeln sind die Woche im Angebot für 75 Cent. Ich kann mal einfach nicht mit, weil eigentlich sind wir noch gut bestückt mit Nudeln. Dann hat ja meine Arbeitskollegin, jeder, der mir auf Instagram folgt, hat mir meine Arbeitskollegin oder meine ganzen Arbeitskollegen, sagen wir es besser so, einen wunderschönen Geschenkkorb zum Geburtstag gemacht. Den habe ich aber jetzt erst bekommen. Und da waren Coloradios, also Disco Pits, heißen die beim Kaufland da drinne. Und ich weiß, die gibt es beim Kaufland 6 Stück für 1,29, also die kosten 1,29 packen. Aber bei Action haben halt einfach mal 8 Stück nur 1,27 gekostet. Aber die gibt es leider nicht mehr, bei Action sind die ausverkauft. Aber mir hat auch schon eine geschrieben, die soll es jetzt anscheinend in weißer Variation geben. Und bei Action auf der Seite, habe ich natürlich gleich nachgeguckt, es gibt jetzt wirklich welche in weiß. Also beim nächsten Mal, wenn ich bei Action bin, werden die weißen Coloradios, ich nenne sie nicht mehr Coloradios, aber die werden mitgenommen. Also der Name, den werde ich einfach nie vergessen, ne? Nie. Auf jeden Fall haben die mir die mit dazu geschenkt und natürlich habe ich schon alle aufgegessen und jetzt habe ich wieder eine Sucht nach denen und deswegen kamen die mit für 1,29. Mann, Lisa, manchmal rede ich nur. Teewurst kam mit. Letztens haben wir Teewurst von Rügenwalder da gehabt, die war halt damals im Angebot. Damals, also wahrscheinlich letzte Woche oder vorletzte Woche. Und Leute, ich habe Teewurst gegessen mit Breze und dann war die Breze weg und dann habe ich mit einem Messer Teewurst pur gegessen. Also richtig cool. Richtig lecker Teewurst. Habe ich auch total vergessen. Die schmeckt ewig lang nicht gegessen und yeah, schmeckt echt gut. Dann war KitKat im Angebot für 2,22. Laugenbrezeln kamen mit für 1,29. Auch tiefgekühlt. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Kaugummis kamen mit für 59 Cent. Das sind die Erdbeerkaugummis. Das sind die absolut Lieblingskaugummis von meiner Tochter. Fritz kam mit. Jetzt halte ich wieder so dämlich immer in die Kamera. Dabei fokussiert das viel zu langsam. Fritz kam mit für 65 Cent. Meine Große liebt Kaubonbons. Deswegen kam auch Mauam noch mit für sie für 95 Cent. Die steht da voll drauf. Also auch so Kaufinger. Ich mag auch mal so zwischendrin mal ganz gern eins, aber wenn ich jetzt die Wahl zwischen Kaubonbon und Schokolade hätte, würde ich Schokolade nehmen. Ja. Hirtenkäse kam auch mit für... Gott, was hat der Hirtenkäse gekostet? 89 Cent. So, Müllbeutel kam mit für 55 Cent. Eine Margarine kam mit für 75 Cent. Was haben wir noch? Dieser Sandwichkäse ist im Angebot für 1,39 und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir die Woche auch Burger, weil ihr wisst ja, Hackfleisch wäre mein Vlog. Ich glaube, den Vlog müsstet ihr angeschaut haben. Vlog mit Foodhall verbunden, irgendwie so. Foodhall, kleiner Zwischeneinkauf. Habt ihr ja gesehen, ich habe massenweise Berge gekauft von Hackfleisch. Da war Hackfleisch 500 Gramm. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, für 42 Cent. Ich glaube, 500 Gramm für 42 Cent. Im Angebot und deswegen haben wir genug Hackfleisch noch da. Wir haben jetzt genug Grillfleisch. Wir sind jetzt erstmal versorgt mit Fleisch. und deswegen kam der Käse mit, ja. Bin ich jetzt da. Hackfleisch wegen den Burgern. Also Hackfleisch haben wir da, wenn wir spontan Burger machen wollen. Und Burger Patties haben wir auch da von der letzten Burger Party noch. Die halten hier immer ein bisschen länger. Rispentomaten kamen mit. Da hat das Kilo 2,29 gekostet. Also heute ist schon ein bisschen verplant. Und dann noch für meine Mädels. Oh, 15 plus 1. Das war sogar zufällig. Ach, da auch 15 plus 1 bei KitKat. Super. Für 2,22 war die im Angebot. Und ja, Smarties mag jedes Kind, oder? So. Das haben wir näher. Ja, Wahnsinn, Leute.
Und dann haben wir natürlich, wie immer, Cola Light für 39 Cent die Flasche. Und insgesamt, das war jetzt diesmal schon, das war so ein Vorratseinkauf, habe ich das Gefühl. Weil es sind viele Sachen, wo jetzt einfach in den Vorrat wandern. Also ich glaube, ich kann dieses Video Vorratseinkauf nennen. Auf jeden Fall habe ich 81,53 Euro ausgegeben, aber ich habe viel Fleisch, viel Fleisch. Wäre das alles zum regulären Preis, wäre wahrscheinlich das Fleisch nur so teuer gewesen. Ja, also da habe ich schon wieder mächtig gespart. Ich kann euch ja mal den Gesamtblick hier zeigen. Ja. Das sind nur unten drunter, das lacht ja auch immer, weil ich ja immer so stapel. Auch ein Haufen Zeug. Das ganze Fleisch da auch, also... Echt heftig. Da ist dann noch die Pizza und wie sieht es hier aus? Ja, da steht dann nur das Cola Light. Also habe ich echt viel, finde ich, wirklich viel für den Preis bekommen. Habt ihr schon gesehen, meine schönen neuen Wimpern? Die habe ich mir selber aufgeklebt. Das sind dauerhafte Wimpern. Aber ich muss sagen, ein bisschen stören die mich. Aber der Wimpernschlag. Bing, 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 bing. Ist geil, oder? Ja, so nah brauche ich mich jetzt auch nicht filmen. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich immer riesig freuen. Und so weiß ich, ihr wollt wieder Food Hauls, ihr wollt die regelmäßig haben. Da war es einfach ein Feedback für mich. Und ein kostenloses Abo wäre auch prima, dann verpasst du einfach keine Videos mehr. Hier unten könnt ihr abonnieren und da ist auch gleich die Glocke. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann macht es immer Bing. Und du erfährst sofort, wenn ein neues Video von mir online ist. Ob es ein Vlog, ein Food Diary oder... ein Food Haul ist. Ja, das sind so meine Standardprogramme. Aber auch ab und zu kommt natürlich mal was anderes. So, ich werde jetzt Tetris spielen mit meiner Gefriertruhe. Ich glaube, wir brauchen so eine richtig fette Truhe. Eine Freundin von mir, die hat so eine richtig, richtig fette Truhe. Ich glaube, sowas brauche ich auch im Keller. Da ich ja immer auf Vorrat einkaufe. Aber ich weiß nicht, wie lange man eigentlich so Fleisch einfrieren kann. Wie lange das dann noch gut schmeckt. Ich glaube, so nach einem halben Jahr oder so sollte man es schon mal gegessen haben. Also so zumindest handhabe ich das immer, dass ich, okay, deswegen schreibe ich ja mal das Datum auch drauf, wenn ich irgendwas separat verpacke. Aber ich glaube, allzu lang darf es nicht. Aber egal, ich schwätze ja schon wieder viel zu lang. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich ist bei euch schöneres Wetter. Bei uns ist Gammelwetter, bei mir ist kalt. Deswegen habe ich auch so eine dicke Jacke an. Der Ofen ist an, es ist furchtbares Wetter. Ich will jetzt halt endlich Sonne, aber ich glaube, das wollen wir alle. Auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!